Chanda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kuru Mehedeva Shubrakayeshu Sarvada Om. Du großes, mächtiges Wesen, so schön wie 10 Millionen Sonnen, segne meine Unternehmen und Pläne. Ich bitte dich, räume alle Widerstände aus dem Weg, wie es ein Elefant mit seinen gebogenen Stoßzähnen macht. Om Shiva Kratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha. So, auf eine gute Zusammenarbeit und einen tollen Film. Zu einem guten Ende gehört ein guter Anfang. Mit einem Räucherritual soll alles gut werden. Und das sind uralte Räucherkräuter, die schon in der alten Steinzeit heilig waren und dafür benutzt wurden. Und das Mariengras heißt auf Lateinisch Hiero Chloe oder Rata, das heißt heiliges, duftendes Gras. Und wurde früher den alten Göttinnen geweiht und dann auf Maria übertragen. Und heutzutage ziemlich vergessen. In der Beifuß, der wird von Schamanen überall auf der Welt benutzt, weil er öffnet so das dritte oder das obere, das Kronenchakra. Mit Wacholder, Tannenharz und Mariengras in der Nase folgen wir dem Ethnobotaniker Dr. Wolf-Dieter Storl in seine geheimnisvolle Welt der Pflanzen. Eine Welt, in der sich unsere Vorfahren noch gut auskannten. Die Welt der Druiden und Schamanen, der Elfen und Naturgeister, aber auch die der Pflanzenmedikamente und Ökokultur. Er begreift den Menschen als Teil der Natur. In seinem Kosmos hat jedes Lebewesen eine Seele, auch das unscheinbarste Kraut. Auf dem Streifzug durch die Natur macht er uns mit seinen Freunden bekannt. Das ist, fühlt sich so ledrig an, das ist der einer meiner pflanzlichen Verbündeten. Und als ich mein erstes Buch schrieb und nicht wusste, wie man schreibt, habe ich Tag und Nacht geschrieben. Bin erschöpft umgefallen, hatte eine Lungenentzündung. Und da träumte ich von einer kleinen gelben Blüte, wie deine Sonne. Die wuchs dann draußen an einer Böschung und das war die Blüte vom Huflattich. Der lateinische Name ist Tussilago, das heißt Hustenlinderer. Ich habe die Blüten gesammelt, in 3 Tagen war die Bronchitis, eine Schwere, war weg. Storls Apotheke ist der Wald und die Wiese. Für ihn sind Pflanzen Lebewesen, die heilende Wirkstoffe besitzen. Was schmeckt's? Nach Baldrian. So, nun gebe ich zum Dank eine Münze, am liebsten Kupfer. Das kennen die Elementarwesen, das hat man schon immer gemacht. Oder etwas Bier oder Met oder Getreidekörner. Die Indianer geben Mais, Mehl und, oder Tabak. Die Afrikaner Hühnerblut, die Inder Reis. Und aber wir leben im Kapitalismus seit den Fuggers und kriegen sie einen Kupferpfennig als Dank. Ein kulturübergreifendes Ritual. Nicht nur nehmen, sondern der Natur auch wieder was zurückgeben, um die Heilkraft zu erhalten.
Der Ackerschachtelhalm zum Beispiel soll gut sein bei Rheuma, Gicht und Bandscheibenschäden. Wenn man eine spezifische Krankheit hat oder eine Not, dann geht man mit fast wie mit einem Gebet. Und man denkt auch an die kranke Person. Und dann betet man die Pflanze und nimmt sie. Also es sind uralte Rituale, auch immer mit dem Gesicht nach Osten gewandt, der Sonne zu, weil das die aufsteigende Lebenskraft ist nicht nur symbolisch. Mhm. Und deswegen habe ich hier die Hände auf die Erdboden gelegt. Das ist nur eigentlich eher symbolisch, aber es ist die Gesinnung, die wichtig ist. Die Liebe zu den Pflanzen hat er von seiner Großmutter geerbt. Sie war für ihn die erste Heilerin. Sie brachte ihm den Kamillentee, wenn er krank war. Einen Arzt kannte sie nicht. Ihr Pflanzenwissen hat sie ihm vererbt. Gut, Fuß. Schon in Sachsen, wo er 1942 geboren wurde, war er viel in der Natur unterwegs. In den 50er Jahren wanderte die Familie in die USA aus. Dort studiert er Biologie und Ethnologie, wird Universitätsprofessor, macht Feldforschungen bei den Indianern und überall dort, wo es noch eine Verbindung der Menschen mit der Natur gibt. Seit 1986 ist er wieder in Deutschland. Im Allgäu lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern bewusst zurückgezogen auf einem alten, baufälligen Bauernhof. Hat sich an dem Leben hier oben in den letzten Jahren, seit ihr hier seid, was verändert? Ja, ist leichter geworden. Wir waren hier 4 Jahre ohne Auto. Wir waren vollkommen unbekannt, als wir hier in Deutschland einschneiten, praktisch wie so runtergefallen aus einem anderen Planeten. Und am Anfang haben wir auf Stroh geschlafen und ich habe alle Möbel selber gezimmert und so, jetzt geht's langsam aufwärts. Das hier ist ja auch schon motorisiert hier. Angetrieben von Menschenkraft. Ja, ja. Ist es ein hartes Leben, das ihr hier oben führt? Also wenn man sich überlegt, wer macht schon sein Holz selber? Ja. Aber ich würde sagen, ein gutes Leben ist immer ein hartes Leben. Da schläft man nicht ein. Denn wenn alles, wenn die Temperatur, wenn man da nur mit dem Knopfdruck, und ich sehe das ja bei den meisten, es gibt keine Aufregung mehr, da braucht man einen Abenteuerurlaub irgendwo, aber der muss ein sicherer Urlaub sein und das Leben wird fad. Und ich bin dankbar, dass, also solange man zurechtkommt, dass es diese Härte hat. Vorbereitungen für ein Naturritual, eine Puja, so der indische Name. Als Völkerkundler hat Storl erkannt, dass diese Rituale in allen Kulturen seit der Steinzeit existierten. Ob bei den Kelten, Germanen oder bei den Indianern, bei allen hat Storl viel vom spirituellen Umgang mit der Natur gelernt. Nach Storls Lehrer, dem Cheyenne-Medizinmann Elk Shoulder, ist die Natur sogar die Quelle des Heiligen. Sein Wissen gibt er weiter. In Kräuterseminaren zum Beispiel führt er die Teilnehmer zu den Seelen der Pflanzen. Storl vermittelt den nötigen Bodenkontakt und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Die Seminaristen sollen lernen, die Erde wieder zu spüren. Der Seminarort kann überall in der Natur sein. Immer besitzt er eine gewisse Magie. Storl unterstreicht den Zauber mit seinen Requisiten. Getrocknete Kräuter, Zunderschwamm, Muscheln, Rasseln und Trommeln. Die Blickrichtung ist Osten. Und dann tut man den Stein als so eine Art Mittelpunkt unter dem Baum. Und der Baum ist nicht mehr ein einfacher Baum, es ist langsam der Weltenbaum. Es ist der Schamanenbaum, auf den der echte Schamane dann hinaufklettert in die geistige Welt. Er nimmt dann Eichhörnchengestalt an, wenn er zu dick ist oder so, und rennt hoch. Shiva, 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 Shiva.